Liebe Schwestern und Brüder, wir sind am Ende des Kirchenjahres angekommen. Der kommende Sonntag ist wieder einmal der erste Adventssonntag. Ich finde eigentlich, es sollte auch einen Advent des Advents geben, weil der Advent selber, als Kind ist er mir immer so ewig lang vorgekommen und jetzt kommt er immer schon so schnell und kaum ist er da, ist er auch schon wieder vorbei. Es sind nur 24 Tage dann Advent, eigentlich nur 23, weil er erst am 2. Dezember beginnt in diesem Jahr. Und am Ende des Kirchenjahres richtet die Kirche ihren Blick auch auf das Ende der Welt und damit auch mit auf das Ende von jedem Einzelnen von uns. Ein Thema, das immer wieder vorkommt und das wir betrachten in diesen letzten Tagen des Kirchenjahres, ist das, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen, dass es unser Glaube ist, dass Jesus Christus wiederkommen wird am Ende der Zeit in Herrlichkeit, um zu richten die Lebenden und die Toten. Unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten, unser Leben ist nicht egal, wie wir das führen, sondern es wird einmal vor Gott bewertet werden und den Wert, den es vor Gott hat, den hat es in der Ewigkeit. Wir hoffen, dass wir in den Himmel kommen natürlich. Die erste Lesung hat uns einen Blick in den Himmel machen lassen. Und in dieser letzten Zeit des Kirchenjahres, wo wir eben am Ende des Kirchenjahres unseren Blick auf das Ende auch der Geschichte und auf das Ende unseres eigenen Lebens richten und darüber nachdenken, haben wir jetzt diese Stelle gehört von den vielen Reichen, die im Tempel viel von ihrem Überfluss, heute würden wir sagen in den Opferstock oder in das Kollektenkörbel geworfen haben, und von der armen Witwe, die nur zwei kleine Münzen hineingibt, die aber Jesus sieht und auf die Jesus mehr Aufmerksamkeit richtet als auf die vielen Reichen und die er uns zum Vorbild gibt, wenn er sagt, diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Und dann sieht man, dass Jesus einen anderen Blick hat als wir. Er bewertet die Sachen anders als wir. Auch anders als ich, das sage ich als der, der jetzt viel mit dem Fundraising zu tun hat. Er schaut nämlich nicht auf die Summe, die jemand in den Opferkasten sondern er schaut auf das Herz desjenigen, der eine Gabe gibt. Es geht ihm also nicht um das Geld, sondern es geht ihm um die innere Haltung, die jemand beim Geben hat. Die Reichen haben etwas gegeben, aber diese arme Frau, diese arme Witwe, die nicht viel hatte, die hat nicht nur etwas gegeben, die hat sich selbst gegeben. Mit großem Vertrauen auf Gott, dass er für ihr Leben sorgen wird. Und so können wir auch für uns sagen, dass für Jesus und in seinem Blick nicht das zählt, was wir machen, sondern viel wichtiger als was wir machen, ist die Frage, wie wir die Dinge machen, mit welcher inneren Einstellung und aus welcher inneren Haltung heraus wir das tun, was wir tun. Und da ist mir ein Wort eingefallen von der heiligen Kirchenlehrerin Therese von Lisieux, die einmal gesagt hat, es ist besser, kleine Dinge mit großer Liebe zu tun, als große Dinge ohne Liebe zu tun. Lieber kleine Dinge mit großer Liebe tun, als große Dinge ohne Liebe tun. Denn groß ist das, was wir mit viel Liebe tun. Und klein ist das, was wir ohne Liebe tun. Deswegen können wir diesen Abschnitt aus dem Evangelium, dieses Wort Jesu, das Beispiel der armen Witwe, zu einem Anlass nehmen, uns zu bemühen, große Liebe in die Dinge hineinzulegen, die wir machen. Sei es das Studium oder irgendwelche Dinge organisieren oder auch Dinge unterrichten. Wenn wir die Dinge nämlich mit großer Liebe tun, dann werden sie von selbst große Dinge werden. Dann werden wir sie nämlich sehr gut machen. Dann werden wir sie großzügig machen, uns großzügig einsetzen und nicht kleinlich. Und dann wird das Kleine, das wir beginnen, von selber groß werden. Und dann werden wir auch Großes bewirken, wenn wir es mit großer Liebe tun. Amen.
Vergebung.